Guten Abend. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Wir wollen uns im dritten Quartal ganz intensiv um alle möglichen steuerlichen Themen kümmern, die interessant sind für IT-basiertes Arbeiten. Also, ich will Hauptfokus, geht es tatsächlich darum, IT-Berater, Freelancer, Programmierer, aber auch Online-Marketing-Beratungen, Dienstleister, virtuelle Assistenten und so weiter. Alle, die wirklich schwerpunktmäßig im IT-Segment arbeiten. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Auf die ersten paar gehen wir heute ein. So bestimmte Sachen, grenzüberschreitende Rechnungen, Plattformen, über die man freelancet und solche Sachen. Das sind alles Themen, die ich als Dachdeckerbetrieb jetzt zum Beispiel nicht habe. Und Q3 steht alles so unter der Flagge. Was interessiert eigentlich so IT-Freelancer? Genau da knüpfe ich gerne an und gehe natürlich auch gerne darauf ein, dass auf alle deine Fragen, das heißt, wenn du jetzt Themen hast, die für dich schwierig sind oder wo du sagst, da hängst du immer wieder, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir beantworten das heute schon, das wäre natürlich der Traum. Andere Möglichkeit wäre aber auch, wir gehen in den nächsten Wochen irgendwann, machen mal so einen Deep Dive und gehen in ein Thema tief rein. Ich kann jetzt schon ankündigen, wir werden uns um das ganze Thema Kryptowährung definitiv mal ausführlicher beschäftigen und intensiver beschäftigen. Wir gehen aber auch auf bestimmte, wie man Projekte idealerweise gestaltet, aus steuerlicher Sicht, auch tatsächlich, welche Rechtsformen eventuell Sinn machen. So ein bisschen anreißen tun wir das Thema heute auch schon, wann welche Rechtsform Sinn ergibt. Und genau, das so schon mal so als Spoiler für die nächsten Wochen. Für alle, die vielleicht jetzt gerade das erste Mal da sind, wir machen jeden Dienstag hier an dieser Stelle und an diesem Ort auf diesem Kanal ein Live-Webinar, wo ihr auch Fragen stellen könnt und so weiter. Deswegen für alle, die jetzt das erste Mal da sind, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu abonnieren. Neben den Livestreams veröffentlichen wir auch regelmäßig so noch Tutorials mit Hilfen, Tipps, Tricks und so weiter. Wir sind eine Steuerberatung, speziell für Selbstständige. Wir haben wirklich sehr viele, sehr digital arbeitende Menschen, also voll digitale Steuerkanzlei. Und da haben wir uns einfach mal umgeschaut und haben intern mal geguckt, was sind so die häufigsten Themen, wo wir sehen, dass es zu Problemen kommt, was sind die häufigsten Fragen, die wir von Kunden kommen und so weiter. Und das ist so ein bisschen die Agenda auch für heute. Aber ich gehe selbstverständlich gerne auf eure Bedürfniswünsche ein. Die Frage, die am häufigsten kommt, immer ist, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, gibt es. Und zwar könnt ihr genau diesen Link, den ihr angeklickt habt, den lasse ich einfach online. Den lasse ich als ungelistetes Video online. Das heißt, wenn ihr euch das später anschauen wollt, merkt euch, dass ihr diesen Link euch irgendwo abspeichert oder Favoriten und so weiter, dass ihr den wiederfindet. Ich werde irgendwann mal so ein Best-of zusammengeschnitten, auch als Video hochladen. Findet ihr übrigens auch alle vergangenen Webinare, wenn ihr einfach mal auf den Kanal guckt, bitte jetzt nicht, sonst bin ich alleine da, sondern gerne nach dem Webinar, schaut gerne mal vorbei. Da sind auch einige Webinaraufzeichnungen, die ihr euch jetzt natürlich dann auch noch im Nachgang reinziehen könnt. Struktur für heute sind fünf Dinge, die jeder IT-Freelancer über Steuern wissen sollte. Das sind fünf Themenkomplexe, die ich einmal angehen sollte. Das heißt, wir gehen hier heute nicht so super tief in die Tiefe in einem Thema, sondern es ist eher mal so ein Abklopfen, wenn du irgendwie mit IT-Schwerpunkt arbeitest, sehr digital arbeitest, dann sind das Themen, die dir eventuell irgendwie schon mal über den Weg gelaufen sind und von denen du zumindest einmal gehört haben solltest. Auch unabhängig übrigens davon, ob du einen Steuerberater hast oder nicht. Weil ein Steuerberater hilft dir zwar, ist zwar so ein Sparringspartner, mache ich auf Dinge hin aufmerksam, aber den Steuerberater, den zu verstehen, ist auch immer von Vorteil. Auch selbst wenn du einen sehr umsichtigen hast, der sich um dich kümmert, wie wir es doch hoffentlich tun für unsere Mandanten, ist es trotzdem gut zu wissen, wovon er redet. Genau. Und genau darum geht es. Ich habe heute 1, 2, 3, 4, 5. Gott sei Dank, ich habe mich nicht verzählt. Ich habe fünf Themenkomplexe. Der erste Themenkomplex dreht sich rund um das ganze Reverse-Charge-Verfahren. Da gibt es ein paar Dinge, die es zu beachten gibt, sowohl für die Leistung, die ihr ausführt, also das heißt die Arbeiten, die ihr macht, gerade im IT-Segment. Vielleicht könnt ihr es mal reinschreiben, handelt ihr mit physischen Gütern, also habt ihr so Versandhandel oder seid ihr im Dienstleistungsbereich? Dann kann ich da ein bisschen den Schwerpunkt legen. Aber erster Punkt ist Reverse-Charge-Verfahren. Da geht es einmal um Leistungserbringung und Leistungsempfang. Dann das ganze Thema ausländische Einkünfte, weil
es ist ja nicht nur so, dass wir uns in der Digitalisierung befinden, sondern durch das digitale Arbeiten haben wir plötzlich auch internationale Kunden. Ist bei mir nicht anders. Dann dritter Themenkomplex ist das Thema Gig Economy. Ich möchte euch jetzt keine ausführliche, tolle Definition von irgendeinem Buzzword geben, sondern ich möchte euch mal zeigen, welche Probleme man haben kann, wenn man über so Plattformen Kunden akquiriert. Und da ich das Ganze in meinem Leben auch schon mal gemacht habe, dachte ich mir einfach mal, nehme ich euch quasi mal mit rein, zeige euch mal so ein bisschen auch was gerade die Rechnungen und die Buchhaltung ist Katastrophe, wenn ihr über so Freelance-Plattform arbeitet, kann ich leider nicht anders sagen. Tolle Möglichkeit, erste Kunden zu sammeln, erste Erfahrungen zu sammeln, sich selbstständig zu machen, aber steuerlich, ehrlich, häufig eine Katastrophe. Und dann möchte ich das ganze Thema Anschaffungen und gerade von Devices, also Handy, Laptop, Kamera, was auch immer, darauf mal ein bisschen tiefer eingehen. Und das ganze Thema Projekte teilen. Weil das habe ich auch in meinem Leben, Berufsleben immer wieder gemacht, dass ich größere Projekte habe, wo ich quasi nicht alles übernommen habe, sondern wo ich immer nur quasi einen Teil gemacht habe und mir das ganze Projekt mit anderen Leuten gemeinsam geteilt hat. Und da stellt sich häufig die Frage, wie man das buchhalterisch, abrechnungsmäßig am besten macht. Gründet man eine GbR, schreibt man untereinander Rechnungen hin und her und so weiter. Da möchte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, was man da beachten sollte, wie man es vielleicht fair macht oder wie man es buchhalterisch am einfachsten macht, um am wenigsten Aufwand zu produzieren. Das ist so quasi der fünfte Themenkomplex, auf den wir gehen. Für alle Leute, die mich persönlich noch kennenlernen sollen, ich weiß nicht, wart ihr schon mal in der Vergangenheit auf einem Webinar, was ich gegeben habe? Ich habe hier noch ein paar Stichpunkte. Ich habe aber tatsächlich auch in der Videobeschreibung mein LinkedIn-Profil mal verlinkt. Wer wissen will, was ich in meinem Leben schon mal gemacht habe, kann da gerne nachgucken. Ich möchte jetzt die Stunde nicht damit verschwenden, dass ich mich selber vorstelle. Ich bin Steuerfachangestellter, habe Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Steuerfach studiert, bin seit Jahren irgendwie in der Steuerberatung, habe sehr viel im IT-Bereich, gerade online, Netzwerkaufbau, Community-Management gearbeitet, bin seit letztem Jahr aber Kanzleimanager in der Kontist-Steuerberatung und treibe auch dieses ganze Digitalisierung der Steuerberatung sehr voran. Und alles andere könnt ihr auf LinkedIn selber nachgucken oder wenn ihr Fragen habt, fragt ihr mich hier oder auf LinkedIn oder wie auch immer. Wir wollen uns zuerst mit Reverse Charge Umsätzen beschäftigen. Was ist das Ganze eigentlich? Haben die einen oder anderen vielleicht von euch schon mal gehört, gerade wenn ihr Rechnungen habt, gerade wenn ihr internationale Kunden habt, dann müsst ihr eure Rechnung nämlich etwas anders schreiben. Und zwar konsequent immer. Ich möchte aber ein bisschen zurückgehen und einfach erstmal die Logik hinter Reverse Charge vorstellen und erläutern. Reverse Charge ist eine Regelung, die steht im Umsatzsteuergesetz, da steht sie in § 13, das heißt hier in diesen schönen Büchern in § 13 steht quasi drin, wer die Umsatzsteuer bezahlen muss. Und normalerweise ist das ja bei normalen Umsätzen ist es ja so, dass ihr quasi Umsatzsteuer zahlen müsst, die Leistung erbringen. Das heißt, ich schreibe eine Rechnung über 10.000 Euro an meinen Kunden, schlage auf meine Rechnung 10.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer, dann führe ich quasi 19% Umsatzsteuer ab. Das heißt, ich zahle 1.900 Euro ans Finanzamt, habe die 1.900 Euro vorher aber vom Kunden bekommen. Das ist quasi der Normalfall. Genau, und das ist aber in einzelnen Fällen andersrum. Das heißt, in einzelnen Fällen ist quasi die Steuerschuldnerschaft umgekehrt. Das heißt, derjenige, der eine Leistung bekommt, der muss plötzlich Steuern dafür bezahlen. Das ist erstmal nicht besonders intuitiv, das ist aber gerade bei internationalen Umsätzen so geregelt. Warum das so ist, komme ich gleich noch dazu. Das heißt, in diesem Fall muss immer der Kunde die Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, in diesem Fall, wenn ihr einen Reverse-Charge-Umsatz habt, zum Beispiel, wenn ihr einen Kunden in Österreich habt, wenn ihr beispielsweise Testmanagerin in der IT seid, in Deutschland selbstständig seid und ihr habt einen Kunden aus Österreich, dann stellt ihr keine 10.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer nach Österreich in Rechnung, sondern schreibt eine Rechnung über 10.000 Euro netto, schreibt auf die Rechnung drauf Reverse Charge, Umkehr der Steuerschuldnerschaft, § 13b Umsatzsteuergesetz, irgendwie das sind so die Buzzwords, die ihr in der Rechnung schreiben solltet, und stellt aber eine Nettorechnung. Und was passiert in Österreich? In Österreich ist euer Kunde, in Österreich gibt es andere Umsatzsteuersätze, ich bin der Meinung 10% und 20%, aber euer Kunde bekommt eine 10.000 Euro Rechnung, überweist euch den Nettobetrag, muss dann auf diese Rechnung tatsächlich 20% Umsatzsteuer abführen.
Aber weil er Unternehmer ist, darf er sich gleichzeitig diese 20% auch wiederholen. Das läuft quasi in der gleichen Umsatzsteuervoranmeldung und dadurch merkt man das eigentlich nicht. Das ist einmal plus 2000, einmal minus 2000 in einer Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, es muss unterm Strich auch nichts gezahlt werden. Und das passiert in beide Richtungen. Das ist sowohl, wenn ihr eine Rechnung ins Ausland schreibt, aber auch, wenn ihr eine Rechnung bekommt quasi von einem Ausländer. Also jemand aus dem EU, gerade insbesondere EU-Ausland. Das ist eine Regelung, insbesondere in der EU. Das heißt, wenn jemand für euch eine Leistung erbringt, bekommt ihr quasi eine Nettorechnung. Und müsst dann auf diesen Betrag, den ihr an euren Dienstleister gezahlt habt, müsst ihr darauf quasi die 19% Umsatzsteuer abführen und könnt aber gleichzeitig die Umsatzsteuer geltend machen. Hier kommen wir auch so zum ersten Punkt. Die Kleinunternehmerregelung, da hat man ja nichts mit Umsatzsteuer zu tun. Das ist sehr, sehr schwierig, weil diese 19% Umsatzsteuer müssen ja trotzdem gezahlt werden, weil Kleinunternehmer zahlen halt immer den Bruttobetrag. Das heißt, wenn ein Kleinunternehmer eine Dienstleistung von einem im übrigen EU-Ausland quasi ansässigen Unternehmen besitzt, dann müssen die zwar die Umsatzsteuer abführen, dürfen sie gleichzeitig nicht geltend machen. Das heißt, wenn du Kleinunternehmer bist, dann ist das für dich äußerst ungünstig. Dazu gibt es auch auf diesem Kanal schon mal ein Video, warum, also so 5 Fakten über die Kleinunternehmerregelung, die sind teilweise nicht besonders schön und ist auch durchaus eine große Steuerfalle. Warum ist das Ganze? Was ist der Vorteil? Wieso muss das gemacht werden und so weiter? Für euch ist es in erster Linie einfacher. Ihr schreibt eine Nettorechnung, ihr kriegt einen Nettobetrag, müsst da keine Steuern abführen und auch selbst wenn ihr Leistungen empfängt, müsst ihr da nichts großartig machen, weil es ist plus minus null in der gleichen Sekunde. Ihr müsst nichts großartig machen. Das heißt, wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm nutzt, LexOffice und Co., dann ist das automatisch erledigt. Wenn ihr einen Steuerberater habt, der macht das auch einfach automatisch. Kein größerer Aufwand und so weiter. Das machen die Länder insbesondere deswegen, damit der Steuerbetrug innerhalb der EU, also der grenzüberschreitende Steuerbetrug, minimiert wird. Weil, wenn du normalerweise jetzt eine Umsatzsteuer ausweisen würdest, die Länder stehen ja auch in gewisser Weise in Konkurrenz und die wollen natürlich ihre Steueraufkommen haben. Und deswegen haben sich alle EU-Länder geeinigt, okay, wenn grenzüberschreitend Dienstleistungen ausgeführt werden innerhalb der EU, dann wird immer eine Nettorechnung geschrieben und quasi der Kunde kümmert sich immer darum. Weil sonst wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ja immer irgendjemand einen Vorsteuerabzug gewesen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 10.000 Euro hier schreibst, an einen Österreicher schickst, dann führst du zwar hier 1.900 Euro ab, aber in Österreich wird der Unternehmer, kann dann 1.900 Euro als Vorsteuer Geld machen und sich vom Finanzamt abholen. Das Problem ist, dann hat Österreich 1.900 Euro Steuern dem Unternehmen erstattet und Deutschland hat 1.900 Euro Steuern eingenommen quasi. Und das ist irgendwie unfair, beziehungsweise muss man auch abstimmen und da ist das Risiko einfach wahnsinnig groß, dass da rumgetrickst wird und dass da Vorsteuerbeträge geltend gemacht werden, die aber auf der anderen Seite nicht abgeführt werden und die ganze Verrechnung zwischen den Ländern und so weiter, haben die Länder gesagt, haben wir keinen Bock darauf, machen wir grenzüberschreitend, ist nur netto und genau, mit dem Rest wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Das Problem ist, beziehungsweise was hier vielleicht noch wichtig ist zu erfahren, erstmal für euch erstmal zu merken, ist, dass ihr, sobald ihr einen Kunden im Ausland, im EU-Ausland habt, schreibt ihr immer eine Nettorechnung. Und ihr müsst auch immer den Hinweis drauf schreiben, Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, wichtig vielleicht, wenn ich sage immer, immer heißt immer an Geschäftskunden. Das heißt, wenn ihr Privatkunden haben solltet, wovon ich jetzt nicht ausgehe, wenn ihr im IT-Freelance-Bereich seid, weil hat man meistens keine Endkunden, bei Endkunden gilt das Ganze nicht, weil die keinen Vorsteuerabzug haben. Das heißt, da ist kein Risiko, die Vorsteuer zu verlieren. Aber wenn ihr einen Unternehmenskunden habt, dann schreibt ihr eine Rechnung, eine Nettorechnung und schreibt den Hinweis drauf, diese Rechnung unterliegt dem Reverse-Charge-Verfahren oder irgendwie sowas. Könnt ihr googeln, da gibt es jetzt keinen rechtlichen Vorschrift, wie diese Rechnung auszusehen hat, also wie dieser Satz auszusehen hat, aber das müsst ihr draufschreiben. Was auch wichtig ist, weil das nur für Unternehmenskunden gilt, müsst ihr auch on top die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eures Kunden auf die Rechnung schreiben. Das heißt, wenn ihr internationale Kunden habt, fragt unbedingt, gleich auch idealerweise in der Vertragsgestaltung, fragt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eures Kunden ab. Denn ihr müsst eure eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Auf jeden Fall ja, aber auf der Rechnung aufführen und auch die des Kunden. Das heißt, ihr braucht zwei Steuernummern auf eurer Rechnung, damit ihr quasi eine Nettorechnung schreiben könnt. Wenn ihr keine Umsatzsteueridentifikationsnummer habt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder seid ihr bei uns Kunde, das heißt Mandant der Kontist Steuerberatung, dann schreibt ihr uns idealerweise in der Kontist-App und dann beantragen wir die gerne für euch.
Wenn ihr noch bei uns noch nicht Mandant seid, könnt ihr natürlich Mandant werden. Aber ihr findet auch das letzte Video, was ihr auf diesem Kanal hochgeladen habt, ist es so eine Klick-für-Klick-Erklärung, wie ihr online eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen könnt, damit ihr quasi auch internationale Kunden bedienen könnt. Wichtig ist hier, erstmal vielleicht Fragen für eure Rechnung. Das heißt, wenn ihr eine Dienstleistung ausführt, Nettorechnung, beide Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und den Hinweissatz auf eure Rechnung. Das wäre wichtig. MR fragt, haftet der Lieferant, wenn der EU-Kunde Umsatzsteuer nicht abführt? Also erstmal, ich bin gerade im Dienstleistungsbereich. Das heißt, wenn eine Dienstleistung für dich ausgeführt wird, dann bekommst du ja keine Umsatzsteuer. Also dann kriegst du ja eine Nettorechnung. Das heißt, der Leistungserbringer, was ja der Lieferant, also ich gehe mal davon aus, ich beziehe das jetzt mal auf Lieferant, also auf eine sonstige Leistung, der zahlt ja gar keine Umsatzsteuer, der haftet dafür auch nicht. Das heißt, der hafte, also bei 13b-Umsätzen oder Reverse-Charge-Umsätzen, haftet derjenige, der sie schuldet. Dafür ist das quasi in § 13b Umsatzsteuergesetz geregelt, dass du quasi als Leistungsempfänger auch dafür haftest, dass das gezahlt wird. Nicht der Zuarbeiter, Zulieferer, Lieferant, das ist nicht derjenige, der haftet, sondern es ist wirklich der Leistungsempfänger. Das heißt, wenn du als Leistungsempfänger das nicht abführst, dann bist du dafür haftbar. Und genau damit, perfekte Überleitung eigentlich, genau damit komme ich nämlich zum nächsten Punkt, weil das ist jetzt der Fall, wie das aussieht, wenn ihr quasi eine Rechnung ins Ausland schreibt. Nettorechnung, alles fein. Problematisch ist das, wenn ihr Leistungsempfänger seid, weil dann müsst ihr ja in eurer Buchhaltung quasi diese ganze Reverse-Charge-Geschichte erledigen. Und ihr seid häufiger Kunde von anderen EU-Unternehmen, als ihr denkt. Und um euch ein paar Beispiele zu nennen. Adobe, Amazon sehr, sehr häufig, Facebook, Google, Asana, Projektmanagement, Trello, Zoom, YouTube. Also das sind alles Unternehmen, die im EU-Ausland sitzen. Klar, die haben jetzt vielleicht Sitz im Silicon Valley und so, Google sitzt nicht in der EU, aber die haben Europasitz und zwar in Irland. Und Irland ist ein anderes EU-Land. Und die schicken euch quasi auch regelmäßig Rechnungen und machen für euch quasi eine Dienstleistung. Um es mal am Beispiel festzumachen von Google. Ihr nutzt Google, die G Suite, heißt sie noch G Suite? Ich glaube schon. Das heißt, ihr habt die Google Mail da, ihr habt Drive da und all die ganzen Dinge. Und dafür zahlt ihr monatlich 8 Euro an Google. So ist es halt. Google hat Sitz in Irland und schreibt euch halt regelmäßig eine Rechnung über 8 Euro. Und hier passiert leider auch häufig ein Fehler. Ihr seid nämlich Kunde, ihr seid Leistungsempfänger und ihr seid damit verantwortlich für das Abführen der Umsatzsteuer. Und da gibt es mehrere Fehler, die ihr machen könnt. Erster Fehler. Ihr gebt quasi in den Einstellungen von Google, oder wie gesagt, es kann auch Zoom sein, es kann Projektmanagement-Tool sein, es kann Facebook sein. Ich weiß, glaube ich, eBay besteht tatsächlich gerade darauf, dass man überall die Umsatzsteueridentifikationsnummer anträgt. Bitte tragt da überall eure Umsatzsteueridentifikationsnummer ein. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dass ihr in den Einstellungen von Google, G Suite, ich bleibe beim Beispiel, G Suite eure Umsatzsteueridentifikationsnummer eintragt, dann denkt Google, dass ihr die G Suite privat nutzt und quasi Privatkunde seid. Das führt dann dazu, dass Google quasi eine Rechnung an euch schickt mit ausgewiesener Umsatzsteuer und keine Nettorechnung, weil sie davon ausgehen, weil ihr keine Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben habt, gehen sie davon aus, dass du quasi das privat nutzt. Um nachzuweisen, dass du das für dein Unternehmen brauchst, musst du die Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Und wenn du das nicht machst, kriegst du halt eine falsche Rechnung. Das Problem ist, du hast eine Rechnung mit Umsatzsteuer, diese Umsatzsteuer darfst du aber nicht geltend machen, weil du halt aufgrund der Nichtangabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer quasi signalisiert hast, dass du das für Privatbereich brauchst und nicht fürs Unternehmen. Das heißt, wenn du etwas fürs Unternehmen brauchst und benutzt, bitte unbedingt Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben und dann kriegt auch eine Nettorechnung. Tatsächlich ist das dann auch günstiger. Ich kann euch eine persönliche, private Geschichte von mir erzählen. Ich habe Monday.com als Projektmanagement-Tool genutzt. Auch 3, 4, 5 Monate und habe immer vergessen, das ist so eine nervige Aufgabe, die eigene Umsatzsteuer-ID quasi in den Einstellungen anzugeben. Die haben mir aber die ganze Zeit Umsatzsteuer ausgewiesen und war natürlich ärgerlich, weil ich habe zu viel bezahlt und ich konnte das in der Steuer, also in der Buchhaltung halt auch nicht geltend machen und konnte mir die Vorsteuer auch nicht wiederholen, weil das auch nicht die Vorsteuer war, weil es falsch ausgewiesen war, weil ich halt signalisiert habe, dass ich privat nutze. Als ich dann die Umsatzsteuer-ID eingetragen habe, habe ich tatsächlich die ganzen Vorsteuerbeträge auch zurückerstattet bekommen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das bitte konsequent. Und auch wenn ihr Accounts
habt und beides nutzt, das heißt sowohl privat als auch unternehmerisch und so weiter, trennt das. Also auch bei Amazon beispielsweise, ihr könnt bei Amazon einen Business Account machen, da kriegt ihr auch immer eine ordentliche Rechnung und so weiter, sowieso bei Amazon immer so ein bisschen ein Problem, und ihr macht einen privaten Account. Wenn ihr Mails habt, trennt das sauber. Und ich würde euch tatsächlich auch empfehlen, dass ihr auch zum Beispiel im App Store oder Play Store, also Google oder Apple, weil das sind auch EU-Unternehmen, da ist auch, ihr kriegt halt eine Rechnung von Apple für jeden Kauf im App Store, dass ihr da eine richtige Rechnung ohne Umsatzsteuer bekommt. Dafür braucht ihr aber einen Account, wo die Umsatzsteuer-ID eingegeben ist. Deswegen, da ist dann halt zum Beispiel, keine Ahnung, PowerPoint könnt ihr für euer Unternehmen benutzen, Tinder ist halt dann eher nicht, und das sollte idealerweise aber über zwei IDs laufen, dass ihr da eine saubere Rechnung bekommt. So viel erstmal dazu, und das ist wichtig, weil sonst könnt ihr tatsächlich die Umsatzsteuer für diese Tools nicht geltend machen. Das sind keine Riesenbeträge, aber ich habe das mal so grob überschlagen, ich bin bei uns, also wir weisen unsere Kunden halt regelmäßig darauf hin, aber wir sind da mal so durchgegangen, und das sind schon, wenn da jemand so ein bisschen nachlässig ist, dann sind das immer 100, 200, 300 Euro im Jahr an Steuern, Umsatzsteuer, die da einem durch die Finger gehen. Das ist immer so ätzend, weil es lohnt sich nie, weil es ist immer so eine nervige Aufgabe, aber ich appelliere an euch, trennt es sauber, tragt eure Umsatzsteuer-ID ein. Wenn ihr keine habt, wie gesagt, schreibt uns oder guckt euch das letzte Video an. Da zeige ich wirklich Schritt für Schritt per Screensharing, wie ihr diese Umsatzsteuer-ID beantragen könnt. Biba Buba sagt, was ist, wenn die eine deutsche Umsatzsteuer-ID auf ihren Rechnungen drauf haben? Ja. Ich gehe davon aus, dass du meinst, dass wenn die Dienstleister, das heißt, wenn die Lieferanten, Dienstleister, Zulieferer eine deutsche Umsatzsteuer-ID drauf haben. Dann, man kann als Unternehmen, gerade größere Unternehmen, können in mehreren Ländern auch Umsatzsteuer-ID-Nummern haben. Das macht Apple zum Beispiel auch regelmäßig so. Bei Apple müsstet ihr schauen, es kann sein, dass es Irland ist, und also der Sitz Irland, und trotzdem eine deutsche Umsatzsteuer-ID drauf ist. Dann können die quasi auch ganz normal in Deutschland Rechnung stellen. Das ist quasi, wenn sie eine deutsche ID haben, entscheiden sie sich quasi in Deutschland die Versteuerung vorzunehmen. Das macht ein Freelancer nie, weil das lohnt sich nicht, weil dafür müssen sie sich in Deutschland quasi steuerlich registrieren und auch das ganze Handling machen. Wenn sie aber auf ihren Rechnungen eine deutsche Umsatzsteuer-ID haben, dann ist das quasi ein Signal dafür, dass sie in Deutschland auch Umsatzsteuer ausweisen können. Das heißt, wenn quasi Deutschland zu Deutschland eine Rechnung stellt, dann ist es richtig, dass da keine Nettorechnung, sondern eine Bruttorechnung mit deutscher Umsatzsteuer ausgewiesen wird, die du dann auch geltend machen. Ich weiß, es ist ein super ätzendes Thema und leider auch so ein bisschen confusing. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Sind dazu noch Fragen? Wenn ja, gerne in die Kommentare. Ansonsten begebe ich mich langsam so in das nächste Thema. Es gibt eigentlich, vielleicht nochmal zusammenfassen, es gibt zwei große Cases, auf die ihr aber achten müsst. Einmal das Leistungsempfangen, da müsst ihr immer zusehen, dass ihr da wirklich eine Nettorechnung bekommt, weil die ausgewiesene Umsatzsteuer, die könnt ihr nicht geltend machen. Dafür müsst ihr aber die Umsatzsteuer-ID quasi an euren Lieferanten, Dienstleister, wie auch immer, geben. Und dazu zählen alle diese Online-Tools, die den Sitz irgendwo in Irland, Malta, Zypern, Luxemburg, wo auch immer in der EU haben. Da unbedingt immer die Umsatzsteuer-ID-Nummer angeben, idealerweise einen separaten Account anlegen, wenn es Software-Tools sind. Und für eure Rechnung schreibt ihr eine Netto-Rechnung, müsst auch beide Umsatzsteuer-ID-Nummer angeben von euren Kunden und von euch, und müsst diesen Hinweissatz auf Reverse Charge aufführen. Das dazu, dann würde ich einmal darauf eingehen, weil ich das auch gesehen habe, dass es auch viele haben, sind ausländische Einkünfte. Und hier ist es wichtig, mit ausländischen Einkünften meine ich nicht die Einkünfte, wo ihr quasi in Deutschland sitzt, in Stuttgart zu Hause sitzt, als freier Mitarbeiter, als Biba Buba, ich finde hervorragend, dass du gesagt hast, dass du Testmanagerin bist, deswegen nehme ich dich jetzt immer als Beispiel. Als Testmanagerin in Stuttgart im Homeoffice sitzt und ein österreichisches Unternehmen betreut. Das sind keine ausländischen Einkünfte, denn diese Einkünfte, die ihr quasi erwirtschaftet habt in Deutschland, sind in Deutschland steuerpflichtig. Ihr schreibt zwar eine Nettorechnung, das heißt, für die Umsatzsteuer ist es nicht so wichtig, aber der Gewinn, der Umsatz, der muss in Deutschland versteuert werden. Und da meine ich insbesondere die Einkommensteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer. Dann gibt es aber, da sind wir, das heißt, sie sind in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Und grundsätzlich, also das ist so der Grundsatz, davon ausgehen, dass das ganze Einkommen, was ihr auf der Welt erzielt, grundsätzlich in Deutschland auch versteuert werden muss.
Es kann aber sein, dass bei bestimmten Einnahmen auch das Land, in dem ihr aktiv wart oder seid oder so, dass die einen gewissen Anspruch auf Einnahmen haben. Das ist jetzt, wenn ihr als Dienstleister quasi einfach Kunden aus den USA, Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweiz, England, da alles nicht, da schreibt ihr einfach eine Rechnung, ihr kriegt das Geld, ihr habt den Sitz hier und da ist es deutsches Einkommen. Aber es gibt so ein paar, zum Beispiel, wenn ihr auf Events seid. Meine Frau war zum Beispiel, hat Workshops gegeben und Vor-Ort-Veranstaltungen und hat die halt auch in anderen Ländern gegeben. Und da gibt es halt Regelungen, dass da, wo das Event ist, auch Steuern gezahlt werden muss. Und da kann es sein, dass du in den Ländern, in denen du bist, das heißt, wenn du jetzt Schulungen gibst und du gibst in Österreich eine Schulung oder in Dänemark, um nicht immer das gleiche Land als Beispiel zu nehmen, gibst da Schulungen, kann es sein, dass das für den Staat Dänemark relevant ist, eine steuerliche Einnahme ist und du auch in Dänemark Steuern zahlen musst. Das ist natürlich äußerst ärgerlich, aber wenn ihr in anderen Ländern etwas macht, auch Immobilien besitzen. Wenn ihr auf Mallorca eine Immobilie besitzt, die ihr da auch vermietet und so weiter, habt ihr die Einnahmen auf Mallorca und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, ich bin mir in dem konkreten Fall nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir absolut sicher, dass da die spanische Regierung unbedingt auch ein paar Euro abhaben will. Deutschland hat deswegen, um das zu regeln, in Deutschland steuerpflichtiger, das heißt du hier in Deutschland steuerpflichtig und Einkommen irgendwo auf der Welt und Deutschland will aber für dieses ganze Einkommen auf der Welt so als Grundsatzregel Steuern sehen. Das ist natürlich super ätzend, wenn du auf ein Einkommen doppelt Steuern bezahlen musst. Das heißt, wenn du einen Workshop gibst in Kopenhagen und du musst in Kopenhagen an Dänemark Steuern zahlen und dann in Deutschland auch nochmal, weil es ist ja deutsches Einkommen. Aus diesem Grund hat Deutschland mit fast allen Ländern dieser Welt ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. In diesem ein Doppelbesteuerungsabkommen ist ein Vertrag zwischen zwei Ländern, in denen geregelt ist, welches Einkommen wo versteuert wird und wie das aneinander gerechnet ist. Und da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die erste ist eine richtig doofe und zwar zahlst du einfach in beiden Ländern komplette Steuern. Das heißt, Workshop Dänemark zahlst du sowohl in Dänemark Steuern und in Deutschland Steuern. Das heißt, zahlst du zweimal Steuern für dein Einkommen. Super ärgerlich. Zweite Möglichkeit ist eine Anrechnungsmethode. Anrechnungsmethode ist quasi, du zahlst in Dänemark Steuern und kannst dann aber diese Steuer, die du in Dänemark gezahlt hast, quasi anrechnen auf die Steuerzahlung in deiner Steuererklärung in Deutschland. Das heißt, die im Ausland gezahlte Steuer wird auf deine Steuerschuld in Deutschland angerechnet. Das ist eine Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, es ist eine Freistellungsmethode. Freistellungsmethode bedeutet, du musst quasi nur nachweisen, dass du bestimmtes Einkommen im Ausland versteuert hast und dann musst du in Deutschland dafür gar nichts mehr zahlen. Das wäre beispielsweise, in Dänemark gibst du einen Workshop, zahlst in Dänemark dafür Steuern. Deutschland will nur sehen, hast du Einkommen gehabt, in Dänemark, zeig mal bitte, dass du es versteuert hast, okay, dann interessiert es uns nicht mehr weiter. Das ist quasi Freistellung. Und diese drei Möglichkeiten, die stehen in Doppelbesteuerungsabkommen. Ich kann hier leider nicht super in die Tiefe gehen, weil wirklich Deutschland hat mit den meisten Ländern dieser Welt diese Doppelbesteuerungsabkommen. Und natürlich ähneln sich die Formulierungen Länder, aber wir haben ein paar hundert Länder auf der Welt und ich kann jetzt, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt durch alle Doppelbesteuerungsabkommen gehe. Deswegen sage ich euch, stelle ich euch einmal so die drei Möglichkeiten vor. Für euch interessant ist vor allen Dingen Freistellungsmethode und Anrechnungsmethode, wenn ihr denn da was habt. Wie gesagt, wenn ihr in Deutschland sitzt, in Deutschland arbeitet und einfach nur einen Kunden aus Deutschland heraus quasi betreut, zum Beispiel als Testmanagerin, dann hat das andere Land überhaupt gar nicht mehr zu reden. Dann habt ihr quasi dieses Reverse-Charge-Verfahren, aber für die Einkommensteuer und so weiter habt ihr da überhaupt gar kein Problem, weil ihr einfach in Anführungszeichen, es fühlt sich zwar als Freelancer nicht immer so an, aber ihr habt ein Unternehmen in Deutschland mit Sitz in Deutschland und dann deswegen zahlt ihr hier komplett Steuern und müsst in den anderen Ländern halt keine Steuern dafür zahlen. Das so als ganz grober Überblick darüber, wie das mit ausländischen Einkünften läuft. Das ist tatsächlich, da muss man immer Einzelfälle schauen und ihr solltet euch, das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das auch, wenn ihr dann zum Beispiel Workshops gebt oder zum Beispiel einen Vortrag haltet oder tatsächlich Immobilien auch vermietet und so weiter, dass ihr euch da im Detail schlau macht, dass ihr eventuell, könnt euch gerne auch bei uns melden, dass wir uns das da wirklich nochmal genau anschauen, aber dass ihr es einfach überhaupt in eurer Wahrnehmung habt. Weil ich habe euch erzählt, meine Frau hat auch Workshops gemacht und war auch an anderen Ländern, insbesondere Österreich. Und
der war das vorher gar nicht bewusst, bis wir dann irgendwann mal so drüber geredet haben und das so aufgefallen ist, wo ich dann so, Steuerpflicht Österreich, super ärgerlich. Und das kann natürlich böse enden. Uns ist das dann, Gott sei Dank, weil wir darüber gesprochen haben, ist das dann auch aufgefallen. Aber das wäre so sehr ungünstig, wenn ihr das nicht auf dem Schirm hättet. Dazu Fragen. Ich schaue in die Kommentare. Philipp sagt, ich habe noch eine Frage. Wie funktioniert die Abwicklung mit Credit Points, die man kaufen muss? Zum Beispiel für den Kauf von Grafiken oder Software bei Creative Market oder Envato. Du gibst ja schon konkrete Beispiele. Kompliziert wird es mit Monaco. Ja, Monaco, beziehungsweise ehrlicherweise wohnen ja wahnsinnig viele, um die einfache Frage und die Stammtischantwort als vorzuziehen. Es wohnen ja auch wahnsinnig viele Leute deswegen in Monaco. Das heißt, wenn ihr jetzt als Freelancer nach Monaco zieht und steuerlich mit allem, was ihr habt, euch da meldet und da wohnt und euren Wohnsitz habt und von da quasi offiziell arbeitet, zahlt ihr natürlich in Monaco Steuern. Das ist nicht, euch verfolgt die deutsche Steuerpflicht nicht bis in die Unendlichkeit, wenn ihr einfach auswandert und tatsächlich woanders einen Wohnsitz habt und euren Betriebssitz habt und so weiter. Ihr müsst, Deutschland verfolgt euch nicht bis zum Tode, wenn ihr irgendwo ganz woanders auf der Welt wohnt. Und natürlich haben andere Länder auch andere Steuersätze und es gibt auch günstigere Länder als Deutschland. Es gibt ehrlicherweise aber auch teurere Länder. Und wenn ich als IT-Freelancer jetzt in Monaco sitze und da meine Arbeit mache, dann bin ich halt unter Umständen in Monaco steuerpflichtig und auch nicht mehr in Deutschland. Philippe, um auf die Frage zu gehen, wie funktioniert das mit der Abwicklung mit den Credit Points, die man kaufen muss? Da muss man tatsächlich sehr genau in die Vertragsbedingungen schauen. Das ist leider etwas, das kann ich nicht so hundertprozentig pauschal beantworten. Ich bin gerade bei Envato bin ich auch Kunde, deswegen weiß ich grundsätzlich, wie das läuft. Aber für alle, die es nicht verstehen, das heißt, du kaufst keine Dienstleistung, kein Produkt wirklich selbst, sondern du kaufst dir erstmal Credits und musst dann mit den Credits bezahlen. Da muss man tatsächlich dann sehr schauen, gibt es auch unfassbar viele Urteile, ob schon bei dem Kauf der Credits auch schon klar ist, auf welche Art du das, worauf du das quasi kaufen, also anwenden kannst. Um es mal ein sehr plakatives Beispiel zu nehmen, das, mit dem jeder was anfangen kann. Vergleichbar ist das so ein bisschen wie mit Kinogutschein. Und du kannst Kino-Wertgutscheine kaufen, also für 50 Euro kannst du bei Cinestar, bei Cinemax, bei wo auch immer, UCI, kannst du dir quasi für 50 Euro Tickets kaufen und Popcorn kaufen und Getränke kaufen und kannst halt alles in alles einlösen quasi. Dann ist das quasi sowas wie ein Geldersatz und dann ist der reine Kauf quasi, ich will jetzt nicht sagen eine Währungsumrechnung, aber es geht mehr in die Richtung, dass das halt keine, da gab es noch keine Gegenleistung. Wenn du jetzt aber einen Gutschein kaufst für zwei Kinotickets für einen Film, eventuell sogar bestimmten Film, dann ist dir vorher quasi mit den Coins oder den Points oder den Gutscheinen oder wie auch immer man das nennt, funktioniert von der Logik zumindest ähnlich, ist dann schon klar, wofür du es einlösen musst quasi. Weil du kannst diesen Gutschein, kannst du halt nur für die Eintrittskarte für einen unter Umständen bestimmten Film einlösen. Und dann ist quasi das Ganze kein Währungsersatz, sondern dann ist es wirklich im Detail, dann ist das quasi einfach nur eine Vorabzahlung. Dann kannst du die Coins vielleicht später einlösen oder bleiben wir beim Kinobeispiel. Den Gutschein kann ich zwar heute haben und auch heute schon bezahlen, aber den Gutschein löse ich dann halt vielleicht erst in einem Jahr ein und kriege dann dafür erst die Leistung. Das heißt, wenn du diese Coins hast, dann muss man sich tatsächlich schauen, ist schon vorher klar, wofür du sie hast und kaufst und einlösen kannst und ist das unter Umständen steuerlich unterschiedlich zu behandeln. Das ist teilweise echt ekelhaft, muss man ehrlicherweise sagen, und muss sehr im Einzelfall tatsächlich die einzelnen Fälle anschauen. Das heißt, Philipp, wenn du Mandant bei uns ist, dann bist und das konkret einen Einzelfall hast, dann schreib uns gerne mal, schick uns mal einen Screenshot und die Rechnung dazu, denn können wir uns das speziell in deinem Fall anschauen. Wir kommen aber gleich noch zu dem Punkt. Das Problem ist, das deutsche Steuerrecht ist immer das eine. Die Praxis von diesen ganzen Plattformen, sei es nun Envato oder Creative Market oder auch die ganzen Gig-Economy-Plattformen wie Upwork und Malt und Freelancer.com und all solche Sachen, deren Hauptfokus ist jetzt nicht unbedingt die richtige Versteuerung in Deutschland sicherzustellen, sondern deren Hauptanliegen ist es halt, liegt woanders und nicht an der Umsatzsteuervoranmeldung von den deutschen Freelancern auf diesen Plattformen. Ich möchte ganz gerne jetzt eingehen, weil auch das ist gerade für Starter und für mich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit ein großer Punkt gewesen, ist Gig Economy. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht so euch mit Theorie langweilen, weil gerade weil ich es auch schon eine Weile gemacht habe. Gig Economy,
Kurz zusammengefasst ist halt, ihr geht auf eine Plattform, da sind, könnt ihr euch quasi als Freelancer anbieten. Da gibt es aber auch Kunden, die schreiben da Projekte aus und du kannst dich auf die Projekte bewerben. Auf der anderen Seite, also das ist zum Beispiel Upwork. Upwork sind Projekte, die werden Projekte ausgeschrieben und dann können sich Freelancer auf die Projekte bewerben und die Unternehmen können sich die richtigen Freelancer aussuchen und dann findet aber auch die komplette Abwicklung und die Zahlungen und so weiter über diese Plattform statt. Anderes Modell verfolgt zum Beispiel Fiverr. Fiverr ist früher super bekannt als super billig und alles Mögliche. Inzwischen gibt es Fiverr Pro, das heißt, du kannst auch teurere, gut bezahlte Dienstleistungen über Fiverr anbieten. Und da ist es eher so, dass sich ein Freelancer, Selbstständiger überlegt, was biete ich denn an? Und dann ist das mehr wie so ein Shop, dass Unternehmen reingehen und sagen, ah, ich brauche ein Logo, ich brauche eine Webseite und sowas. Also ein bisschen wie so shoppen gehen und dadurch sind die Dienstleistungen mehr vordefiniert. Malt funktioniert ein bisschen mehr wie Upwork, ist mehr europäischer und so weiter. Aber das sind halt diese Plattformen. Das heißt, es ist so, Gig Economy kommt von Gig Auftritt und Economy. Das heißt, es ist so diese Wirtschaft auf diesen Plattformen und das findet meistens halt online statt, dieser ganze Kontakt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Und wichtig auch hier, weil da gibt es, zumindest wenn ich genauer reinschaue, in so verschiedene Social-Media-Gruppen und so weiter, sind einige immer überrascht, dass sie selbstständig sind. Natürlich sind Leute, die über diese Plattform arbeiten, alle selbstständig und keine Angestellten. Das heißt, auch komplett Gewerbe anmelden, Freiberuflichkeit anmelden, wie auch immer, alles was ansteht. Genau. Um euch mal die Probleme zu zeigen. Ich wollte euch jetzt nicht... Philipp sagt, er würde es auf jeden Fall interessant finden. Dann gehe ich das doch mal an. Also du hast mir ja schon zwei vorgeschlagen, also Envato bin ich ja schon mal selbst, da sind wir schon mal zwei, die das interessiert. Creative Market, da gibt es auch hundertprozentig mehrere. Dann schaue ich mir die doch mal in den nächsten Wochen an, damit es nicht verpasst und auch für alle anderen solltet ihr den Kanal abonnieren. ich zeige euch aber gerne einmal quasi meinen Bildschirm. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, das heißt sowohl Upwork sehen. Genau, es gibt halt eine Plattform. Ich gehe davon aus, dass einige von euch irgendwie auf irgendwelchen solchen Plattformen arbeiten. Malt ist relativ empfehlenswert. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Upwork gemacht. Hier sieht man mein Name. Ich komme aus Berlin, ist schon mal ganz gut. Ich habe mich auch offensichtlich meinen Projekten nicht ganz doof angestellt. Man sieht, was ich auf dieser Plattform zumindest verdient habe, wie viele Stunden ich gearbeitet habe und so. Also war wirklich eine ganze Weile war das einer meiner Einnahmenquellen. Und dann sieht man hier so die Projekte. Das Ding ist, wenn man jetzt in Reportings reingeht, weil das ist ja nur so ein Vermittler quasi zwischen mir als Dienstleister und dem Auftraggeber, der eigentlich die Arbeit hat und von dem das Geld kommt. Und deswegen haben wir hier buchhalterisch ein Riesenchaos, weil Upwork jetzt sowohl dem Auftraggeber Geld einziehen muss, als auch dem Dienstleister und den Freelancer, also in dem Fall mir, quasi meine Gutschrift erstellen muss. Und die müssen natürlich idealerweise rechtlich richtig sein. Das ist einfach, wenn ich Leute verbinde zwischen Deutschland und Singapur, wo einfach alles fast egal ist, wo du einfach netto machst und froh bist, solange Geld fließt. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier Billings und Earnings, Billing ist ja eigentlich die Buchhaltung, jetzt gehe ich einmal mal rein, das kann ich hier irgendwie so einen Zeitraum auswählen, hier die letzten 12 Monate. Sieht man, was aus den letzten 12 Monaten ist, gab es Pops Europe und so weiter. Nehme ich die einfach mal als Beispiel. Ich habe hier $3,400 verdient mit diesen Kunden. Und Fees, das ist das, was ich Upwork quasi abgenommen hat von diesem Geld. Und dann habe ich $3,053,70 quasi ausgezahlt bekommen. Und ganz ehrlich, das ist mehr oder weniger tatsächlich die Rechnung, die ich bekommen habe. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen blöd und hier kann ich einen CSV runterladen. Das ist natürlich absolute Katastrophe und halt leider grandios falsch und entspricht keiner vernünftigen Rechnungslegung. Das heißt, ich aber als der Dienstleister, gerade wenn ich hier deutsche Kunden habe, wo ich mich natürlich ans deutsche Umsatzsteuergesetz halten muss, wie so eine Rechnung aussehen muss, bin hier natürlich aufgeschmissen. Und das ist super ärgerlich, das kriegt keine dieser Plattformen vernünftig hin. Das heißt, ihr solltet idealerweise, also ich würde mal sagen, komplett mit ganz Drittländern, also Drittländern auch außerhalb der EU-Länder, gibt es wenig Probleme, weil ob ihr nur in China Geld verdient, in den USA Geld verdient, in Singapur, in Simbabwe, Südafrika, Russland, wie auch immer, könnt ihr Geld verdienen. Da gibt es nicht so viele Anforderungen an, wie muss eine Rechnung vernünftig aussehen.
Das Problem ist, diese CSV-Datei reicht halt für eure Buchhaltung nicht. Das heißt, ihr solltet für Geld, was ihr verdient, und das ist dann hier idealer, also hier der Betrag, braucht ihr quasi eine vernünftige Rechnung. Das Problematische ist, jetzt habt ihr eine Möglichkeit, wo ich gesagt habe, Drittländer bucht das Geldeingang, internationale bucht das und so weiter. Wenn ihr aber selbst die Buchhaltung macht, dann solltet ihr zumindest für die Unternehmen, die in der EU sitzen, das ist für mich jetzt in dem Fall Pops gewesen, sitzen in der EU, sollte ich für mich doch nochmal eine Rechnung schreiben. Und ich habe auch den Kunden gefragt, ob er auch nochmal eine korrekte Rechnung haben möchte. Upwork gibt mir alle möglichen Auswertungen und sowas, die entsprechen aber null dem deutschen Steuerrecht. Schwierig wird das, wenn ich hier Kunden habe. Hier steht auch Hamburg, die haben Gott sei Dank nicht keine deutschen, also keinen Sitz in Deutschland gehabt. Allerdings haben wir hier ein bisschen das Problem, dass wenn das in Deutschland ist, dann musst du darauf ja Umsatzsteuer abführen, weil du hast einen Leistungserbringer und einen Leistungsempfänger in Deutschland. Das heißt, es ist eine voll steuerpflichtige Leistung. Das wird von Upwork null berücksichtigt. Das heißt, hier wird einfach ganz normal irgendwas abgerechnet, die Gebühren abgezogen, die freuen sich und dir irgendwas ausgezahlt. Du hast keine Rechnung, keine nichts. Und du hast jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du hin und sagst, das ist jetzt mein Bruttobetrag, rechnest 19% runter und arrangierst dich damit, dass du halt 19% weniger verdient hast, was irgendwie ärgerlich ist. Andere Möglichkeit ist, dass du diesen Betrag quasi als Nettobetrag nimmst, aber mit dem Kunden nochmal sprichst und die Umsatzsteuer direkt nochmal nachabrechnest. Das findet dann Upwork nicht so cool, weil man soll keine Nebenabsprachen und Nebengeldflüsse neben diesen ganzen Plattformen haben. Aber anders geht es leider nicht. Das deutsche Steuerrecht erfordert, dass du da eine richtige Rechnung hast und dass du die Umsatzsteuer abführst. Und da solltest du immer, wenn du da EU-Kunden hast und quasi deutsche Kunden auch hast, sprecht mit den Kunden, fragt, wie es für die in Ordnung ist, dass ihr da vernünftig nochmal parallel zu diesen Plattformen eine saubere Rechnung habt. Und idealerweise ist ja quasi das euer Einkommen, weil das andere ist eine Gebühr, die von Upwork kommt. Klar, die könnt ihr als Gebühr buchen, Vorsteuerabzug könnt ihr vergessen, wenn ihr da keine richtige Rechnung habt, könnt ihr sowieso. Aber dass ihr idealerweise trotzdem auch für eure Buchhaltung, damit die in Ordnung ist, eine korrekte Rechnung erstellt, das könnt ihr dann halt einfach in Word machen, in LexOffice machen, auch mit Contest kann man seit ein paar Wochen Rechnung schreiben, stellt ihr einfach da die Rechnungen, damit das für eure Buchhaltung sauber ist, weil sonst kriegt ihr unter Umständen in der Betriebsprüfung halt Riesenprobleme, wenn ihr da lauter Einnahmen habt ohne Rechnung. Denn das, was das Finanzamt denn da unter Umständen denkt, ist, wenn der sowieso schon ständig Einnahmen hat ohne Rechnung, dann hat er wahrscheinlich dreimal so viele Einnahmen oder doppelt so viele Einnahmen gemacht, für die er auch keine Rechnung hat. Deswegen glauben wir dir einfach nicht mehr, dass du die Buchhaltung richtig gemacht hast und deswegen gehen wir mal davon aus, dass du eigentlich doppelt so viel verdient hast und jetzt zahl erstmal Steuern für das Doppelte. Also sie schätzen dann halt einfach, sie verwerfen die Buchhaltung und schätzen dann. Das ist so der Worst Case. Damit das nicht passiert, solltest du quasi für all diese Einnahmen, die über egal welche Plattform hast, und es betrifft nicht nur das, das betrifft tatsächlich auch, wenn ihr Amazon-Affiliate seid oder wenn ihr auch auf YouTube tätig seid und da im AdSense-Programm Werbeeinnahmen habt und so. Ihr braucht für eure Buchhaltung eine richtige Rechnung. Ob euer Geschäftspartner die auch braucht, irrelevant, ihr müsst für euch aber eine richtige Rechnung haben. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich fang aber langsam trotzdem an zu erzählen. Und zwar, wenn ihr euch Geräte kauft, ihr kauft euch zum Beispiel einen Laptop, ihr kauft euch ein Tablet, ihr kauft euch eine Kamera, ihr kauft euch ein Auto, ihr einen Fernseher, wie auch immer wichtig, immer fürs Unternehmen, dann könnt ihr nicht alle Kosten sofort als Betriebsausgabe geltend machen. Wenn du Anschaffung, größere Anschaffung hast, bleiben wir beim Laptop, kaufst dir für 1200 Euro einen Laptop, darfst du diese 1200 Euro nicht sofort absetzen. Das war jetzt gleich ein blödes Beispiel, weil Laptops darfst du ab diesem Jahr sofort absetzen. Das heißt, du musst es über einen gewissen Zeitraum verteilen. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst für 12.000 Euro, also einen Firmenwagen kaufst, darfst du den nicht im ersten Jahr 12.000 Euro komplett in deine Buchhaltung als Kosten einbuchen, sondern du musst die Kosten, das heißt den Aufwand, auf die sogenannte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilen. Bei Autos in der Regel 6 Jahre, das heißt, statt 12.000 Euro dieses Jahr in der Buchhaltung ansetzen, musst du das quasi durch 6 teilen und dann darfst du in diesem Jahr und in den kommenden Jahren quasi jeweils 2.000 Euro als Kosten absetzen und damit steuerlich geltend machen. Das heißt, im ersten Jahr ist es super ätzend, weil du hast halt viel Cashflow, das heißt, du gibst viel Geld aus, hast aber nicht die Steuerersparnis, sondern die hast du erst über die Jahre. In den nächsten Jahren ist es andersrum, da hast du halt nicht die Ausgaben und hast steuerlich trotzdem den Vorteil.
zwei Sachen, die da interessant sind. Ersten Punkt habe ich schon angesprochen. Seit dem 01.01. dieses Jahr musst du nicht mehr komplett abschreiben. Das heißt, musst du Computer und Computersoftware nicht mehr komplett, also musst du nicht mehr abschreiben. Egal wie teuer dein Computer ist, den du kaufst, den kannst du sofort in einem Jahr quasi in den Aufwand packen. Das heißt, auch wenn du dir dann den iPro, was auch immer, für 5000 Euro irgendeinen Computer kaufst, diesen Computer musst du nicht mehr auf 3 Jahre aufteilen, so war das in der Vergangenheit, sondern seit 01.01. dieses Jahr kannst du Computer komplett sofort quasi in den Aufwand buchen und kann sofort komplett deine Steuerlast quasi in dem Jahr mindern. Das ist neu seit diesem Jahr und es bleibt auch so. Also das ist zwar jetzt in der Corona-Zeit quasi beschlossen worden, aber das ist jetzt keine vorübergehende Maßnahme, um irgendwie Investitionen zu fördern, sondern das bleibt tatsächlich so. Etwas anderes, was neu ist, ist, das geht auch wieder, das ist die degressive Abschreibung. Das heißt, für letztes Jahr und für dieses Jahr ist die degressive Abschreibung möglich. Ich habe es mal hier reingeschrieben. Grundsätzlich, früher gab es eigentlich die Möglichkeit, linear abzuschreiben. Linear heißt, du schreibst jedes Jahr den gleichen Betrag ab. Also ein Kfz, ein Auto, 6 Jahre, 12.000 Euro, hast du jedes Jahr 2.000 Euro und dann ist nach 6 Jahren ist es halt null, nichts mehr wert und es ist komplett abgeschrieben. Die degressive Abschreibung ist, alle, die BWL studiert haben und so weiter, die haben das bestimmt in der Uni irgendwie mal gehabt. Da schreibst du keinen festen Betrag pro Jahr ab, sondern einen festen Prozentsatz pro Jahr ab. Beispielsweise 20%. Und dann schreibst du halt immer 20% ab und der Betrag, den du abschreibst, wird natürlich immer mit der Zeit immer kleiner. Das ist günstiger, weil du am Anfang halt einfach mehr abschreiben kannst und dadurch steuerlich mehr geltend machen kannst. Bleiben wir beim 12.000 Euro für ein Autobeispiel. Wenn du da 20% abschreiben kannst, dann kannst du im ersten Jahr halt 2.400 Euro abschreiben. Dann hast du den Restbuchwert nach einem Jahr von 9.600 Euro und dann kannst du davon 20% abschreiben. Und da stoße ich dann kopfrechnenmäßig vor Leuten definitiv an meine Kopfrechengrenzen. Aber das heißt, du hast einen festen Prozentsatz, den du immer abschreibst. Das führt meistens dazu, dass du in den ersten Jahren mehr abschreiben kannst und in den letzten Jahren halt weniger. Das wurde eigentlich abgeschafft vor, steht da, 10 Jahre. Aber im Rahmen von Corona wurde das quasi temporär wieder eingeführt. Und das insbesondere deswegen, um quasi einfach Investitionen zu fördern. Wenn das jetzt steuerlich dieses Jahr mehr Auswirkungen hat, dann ist es interessanter, das in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn ihr größere Anschaffungen habt, im letzten Jahr oder dieses Jahr, dann solltet ihr wissen, degressive Abschreibung ist jetzt möglich und da hat man durchaus mehr Spielraum, jetzt in letztem Jahr und diesem Jahr tatsächlich noch mehr Kosten drin zu haben. Wir haben zum Beispiel 2 Mandanten, für die wir das tatsächlich umgesetzt haben, die haben sich ein Auto angeschafft. Die haben letztes Jahr einfach ein Auto angeschafft und ein Auto, große Anschaffung, 60.000 Euro in dem einen Fall zumindest. Und da ist das deutlich günstiger gewesen, tatsächlich mit der degressiven Abschreibung reinzugehen. Und dann habe ich mir gedacht, Gott, jetzt weiß ich endlich, wofür ich das gelernt habe, weil in der Uni wurde ich damit gequält, obwohl es das schon lange nicht mehr gibt. Aber jetzt wusste ich endlich, wofür ich es gelernt habe, für Corona-Zeiten, wo es temporär diese degressive Abschreibung wieder gibt und wo ich quasi in den ersten Jahren mehr abschreiben konnte. Und das führt tatsächlich sehr schnell in einige 100 oder 1000 Euro Steuerersparnis in den ersten Jahren. Cäsar fragt, also darf ich theoretisch jedes Jahr einen neuen Laptop kaufen und komplett absetzen? Du darfst dir sogar jedes Jahr 3 Laptops kaufen und sie jedes Jahr komplett absetzen. Ja, seit dem 01.01. dieses Jahr darfst du, also du musst Computer einfach nicht mehr abschreiben. Und das ist tatsächlich auch für alle interessant. Gerade so am Jahresende, wenn man sich mal guckt, wo stehe ich gerade steuerlich, habe ich dieses Jahr viel oder wenig Gewinn gemacht und so weiter, könnt ihr halt hingehen und zum Beispiel im Dezember sagen, ah, guck mal, bestelle ich mir doch nochmal den MacBook dieses Jahr, weil das kann ich zu 100% dieses Jahr noch in den Aufwand buchen. Und wenn du dann für 1.200 Euro einen Laptop kaufst und eigentlich einen 40% Steuersatz hast, dann hast du halt 480 Euro weniger Steuern gezahlt. Und dann rechnet sich das. Und normalerweise ist sowas immer ein bisschen schwierig, so am Jahresende so ein bisschen rumzutricksen, weil bei großen Anschaffungen muss man es ja eh abschreiben. Bei Computern ist das halt jetzt nicht mehr der Fall. Und dann kannst du halt, je nachdem, wie das Jahr lief, dir entweder den etwas teureren oder den etwas günstigeren Laptop oder Computer gönnen. Zilex schreibt, E-Bikes ins gewillkürte Betriebsvermögen nehmen, betriebliche Nutzung deines Dienstfahrrads liegt zwischen 10% und 50%. Siehst du da ein Problem? Es gibt widersprüchliche Aussagen im Netz. Zilex, ich weiß tatsächlich, dass wir dazu auch noch ein Webinar machen, zu Elektroauto und Fahrrädern und so weiter. Ich kenne den Kontext jetzt nicht und den Fall auch nicht, aber ganz ehrlich, ich sehe da jetzt erstmal kein Problem.
Also ich wüsste nicht. Du kannst gerne. Macht, also ich lass mich mal kurz hier. Schreib gerne mal an steuern@kontist.com. Ich tippe das hier noch einmal rein. Und schick mir auch gerne mal, welche widersprüchlichen Aussagen du da gefunden hast. Dann gucke ich das nochmal an und dann quatschen wir vielleicht auch einfach mal, um das zu lösen. Wenn du Kunde bist, sowieso, dann schreib mal einmal in der Contest-App und dann schauen wir uns das nochmal an. Ich sehe da aber jetzt grundsätzlich kein Problem. Also immer Disclaimer, vielleicht Kontext, Situation, wie auch immer, kenne ich alles nicht. Aber ja, grundsätzlich sehe ich kein Problem. MR fragt, wie sieht es aus mit Zubehör für den PC? Kommt drauf an, was du meinst. Also wenn du Anschaffungen wie, also die nicht über bestimmte Grenzen sind, die musst du ja sowieso nicht abschreiben. Und die Frage ist auch immer, wie lange nutzt du dieses Zubehör für diesen PC? Und welches Zubehör zum PC ist so teuer, dass du es theoretisch abschreiben müsstest? Wir haben einen relativ teuren Drucker, aber selbst der war drunter. Alle Kabel und Laptops und Bildschirme und all so ein Zeug, das musste ich sowieso nie abschreiben. Ein Computer kann nur bedient werden als Gesamtsystem. Also ein reinen Tower ohne Bildschirm kannst du nicht bedienen. Damit gehört der Bildschirm sowieso fest zum Computer dazu. Und hättest du auch in der Vergangenheit schon machen müssen, hättest du es immer quasi zusammen aktivieren müssen. Das heißt, du hättest es zusammen aktivieren müssen und dann gemeinsam quasi abschreiben müssen. Das ist quasi Grundvoraussetzung gewesen. Und da auch jetzt, das gehört zum Computer, das heißt, das kannst du komplett buchen. So viel dazu. Wenn da noch Fragen sind, gerne noch schreiben. Ich sehe nämlich die Uhr, ich habe die Stunde rum. Ich möchte nur noch einen wichtigen Punkt auf jeden Fall loswerden in dieser Runde. Das ganze Thema Investitionsabzugsbetrag. Auch gerade, weil wir gerade an den Steuererklärungen sitzen für letztes Jahr und gucken, was für Anschaffungen das sind. Und gerade jetzt in den Corona-Jahren und so weiter, haben einige Leute halt auch investiert, damit sie jetzt mehr remote arbeiten können, mehr Geräte angeschafft und so weiter. Neben der Sofortabschreibung, und das gilt nur für dieses Jahr, nicht für letztes Jahr, von den Computern, ist auch degressive Abschreibung für letztes und für dieses Jahr möglich. Möchte ich nur mal als Reminder geben, für alle, die es noch nicht wussten, ist das ganze Thema Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, einen Investitionsabzugsbetrag könnt ihr bilden, auch bevor ihr Dinge anschafft. Einkommensteuergesetz sagt, Steuerpflichtige können für zukünftige Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts, beispielsweise ein Auto, des Anlagevermögens, also Anlagevermögen, wisst ihr, alles, was dauerhaft im Unternehmen bleiben muss und nicht sofort verbraucht wird oder weiterverkauft wird und so weiter, bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. In Klammern Investitionsabzugsbetrag. Was bedeutet das? Ich kann für ein Auto, was ich nächstes Jahr kaufe, dieses Jahr schon 40% abschreiben. Das heißt, ich kann mir quasi, wenn ich für nächstes Jahr für 60.000 Euro plane, ein Auto zu kaufen, kann ich dieses Jahr schon 24.000, also 40% kann ich dann schon dieses Jahr als Kosten berücksichtigen, die jetzt dieses Jahr schon meine Steuerlast reduzieren können. Das heißt, ich habe dieses Jahr schon Aufwand für eine Anschaffung, die ich erst in der Zukunft habe. Das ist wahnsinnig interessant, weil du zahlst ja dann für dieses Jahr schon weniger Steuern. Das heißt, du zahlst im nächsten Jahr weniger Steuern. Und das ist auch der ganze Hintergedanke und das möchte ich einfach nur mal in den Raum werfen. Dazu findet ihr tatsächlich unter diesem Video, weil das da nochmal in der Tiefe einzugehen, das sprengt leider für dieses Webinar vollkommen den Rahmen, habe ich euch nochmal einen Link mit allen Informationen zum Investitionsabzugsbetrag reingepostet. Wichtig ist nur, dass ich an dieser Stelle einmal daran erinnere, es gibt diesen Betrag, den vergisst man ganz gerne mal. Auch wenn ihr in diesem Jahr größere Anschaffungen hattet und ihr jetzt aber an der Steuererklärung für letztes Jahr sitzt, könnt ihr im letzten Jahr in der Steuererklärung für letztes Jahr auch noch den Investitionsabzugsbetrag quasi bilden, wenn ihr letztes Jahr zum Beispiel mehr verdient habt als erwartet. Oder genau. Und das ist ein ganz interessantes Werkzeug, das ihr nicht vergessen solltet. Das hilft immer, regelmäßig daran erinnert zu werden. genau. Und der Gedanke vom Gesetzgeber ist halt, wenn du jetzt für letztes Jahr beispielsweise weniger Steuern zahlst, dann hast du dieses Jahr mehr Cash, zahlst weniger Steuern und mit diesem Cash kannst du halt das Gerät kaufen oder das Auto kaufen oder wie auch immer. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, dass der Gesetzgeber aufgrund niedrigerer Steuerzahlungen dir das einfach an die Hand geben möchte, dass du das aus dem Cashflow besser bezahlen kannst. Philipp fragt, lohnt sich wirklich die Anschaffung eines Autos über die Firma? Ist nächste Woche das Thema vom Webinar Firmenwagen?
Tatsächlich gehen wir auf das Thema nochmal ganz ausführlich ein, weil gerade auch Hybridwagen und Elektrowagen und gehe ich auch auf elektronische Räder und alles Mögliche, gehe ich da nochmal ein. Was macht wann wie Sinn? Ich kann dir pauschal sagen, lohnt es sich? Ja, in vielen Fällen ja. Lohnt es sich in allen? Nein. So, es tut mir wirklich leid, dass ich so überziehe. Ich möchte aber abschließend tatsächlich noch auf einen Punkt eingehen, und zwar GBRs. Überhaupt Projekte teilen. Weil das habe ich auch ganz häufig gemacht, als ich selbstständig war. Und das ist auch ganz häufig, sehe ich das einfach auch einfach bei unseren Kunden, dass sich Projekte geteilt werden. Da gibt es zum Beispiel, wird jemand beauftragt, der ist Marketingberater, der soll jetzt eine Social-Media-Strategie entwickeln, der soll eine Webseite entwickeln, der soll ein Logo designen und der soll einmal das Rundum-Paket machen. Und was macht der? Der macht natürlich nicht alles selbst, sondern der hat sein Netzwerk aus Kollegen, Partnern, Freien und so weiter und teilt denn diese Aufträge quasi auf. Und es gibt im Wesentlichen eigentlich, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das untereinander verrechnen kann, aber es gibt so zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wenn ihr ein größeres Projekt habt und wiederkehrend immer die gleiche Konstellation habt, ihr macht es quasi zusammen. Das heißt, ihr gründet quasi zusammen eine Gesellschaft, eine Firma. Das heißt, das Einfachste ist immer eine GbR. Eine GbR könnt ihr mündlich gründen, da braucht ihr keinen Vertrag. Ihr könnt auch als Freiberufler eine GbR gründen, ohne die Freiberuflerstatus zu verlieren. Es ist relativ kostengünstig, ihr braucht keinen Notar und so weiter. Schnell und einfach, sehr wenig Formalien, braucht kein Mindestkapital. Auch die einfache, also auch eine Einnahmenüberschussrechnung ist in Ordnung. All solche Sachen, ihr müsst nicht ins Handelsregister, wie auch immer. GbR, sehr, sehr einfach zu gründen. Wichtig ist, oder Nachteil ist aber, ihr habt eine neue Firma mit jemand anderem und ihr haftet komplett auch mit eurem Privatvermögen, was der andere in dieser Firma macht. Das heißt, ihr haftet wirklich für alles, was diese Firma tut, komplett selbst, auch wenn der andere Mist baut. Und gut, ihr könnt es auch nicht alleine gründen, ist auch eigentlich meistens nicht notwendig. Auch für, wenn ihr noch Leute reinholt, die quasi investieren oder vorinvestieren oder überhaupt so ein Gefälle habt, in wer bringt wie viel rein, ist das immer so ein bisschen schwierig, weil in der GbR sind alle gleichgestellt. Das ist aber eine Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel wiederkehrend als Programmierer, Webdesigner und allgemein Marketing-Conversion-Optimierer, wenn ihr zu dritt gemeinsam eine Firma aufbauen wollt und wisst, dass ihr immer Projekte gemeinsam angehen wollt und jeder von euch dreien geht quasi raus und verkauft das Bundle von allen dreien, dann habt ihr quasi irgendwie eine GbR gegründet und könnt ihr das natürlich machen und könnt natürlich über die GbR arbeiten und euch dann am Ende den Gewinn durch drei teilen. Könnt ihr natürlich machen. Problematisch ist, dann hast du halt wirklich eine komplett neue Firma gegründet. Deswegen kann ich das am Anfang zumindest nicht empfehlen, gerade auch wegen den Haftungsrisiken und so weiter. Einfacher ist es für die Buchhaltung immer, wenn ihr quasi Subunternehmer werdet. Subunternehmer, Begriff ist quasi bekannt aus der Baubranche, ist eigentlich so, dass ein Kunde, also ein Freier oder ein Unternehmen den Auftrag bekommt, zum Beispiel ein Marketingberater, und dieser Auftragnehmer darf quasi Teile der Arbeit einfach weitergeben. Das heißt, der Subunternehmer ist gebunden an den Hauptprojektleiter, das heißt an den Hauptauftragnehmer, und hat auch gar nicht direkt Kontakt mit dem Endkunden. Geht natürlich auch, ist aber grundsätzlich, haben die kein Rechtsverhältnis, kein Geschäftsverhältnis miteinander. Und das ist auch, wenn ihr zum Beispiel an größeren Projekten arbeitet und Plattformen aufbaut oder Apps, Software entwickelt und so weiter, solltet ihr euch immer überlegen, könnt ihr euch nicht einfach untereinander Rechnung hin und her schreiben. Ich sehe das auch aus der Filmbranche beispielsweise, da gibt es einen, der ist der Regisseur, der Projektmanager für das Ganze, Produzent, wie auch immer, der kriegt den Auftrag, kriegt 40.000 Euro für ein Video, und der organisiert dann alles außenrum und beauftragt die auch selbst und bezahlt die. Das heißt, da gibt es einen Knotenpunkt Hauptauftragnehmer und Geber quasi, und der macht das Ganze und das fließt dann natürlich alles zusammen. Die gründen nicht separat eine neue Gesellschaft. In der Praxis ist es häufig so, dass einige sagen, naja, wir arbeiten jetzt aber ja schon so viel zusammen und wir wollen jetzt irgendwie gleichgestellt sein. Und es fühlt sich manchmal komisch an, wenn nur einer quasi den Kundenkontakt hat und das Geld quasi durch sein Konto immer durchleitet. Deswegen solltet ihr euch da immer überlegen, wenn ihr schnell und einfach starten wollt, dann schreibt einfach untereinander Rechnung hin und her. Könnt ihr auch
mehr oder weniger wild machen, wie ihr wollt. Kann auch mal der eine, dann wieder der andere der Hauptauftraggeber sein. Also der eine kann bei dem einen Auftrag Subunternehmer sein und im nächsten Auftrag wieder der Hauptauftragnehmer. Das geht ohne Probleme. Auch steuerlich überhaupt gar kein Problem. Jeder macht seine eigene Buchhaltung, hat halt einfach im Zweifel einfach mehr Kosten, weil er Dinge abgerechnet hat, wo er die Kosten einfach eins zu eins direkt weiterreicht. Geht auch. Wenn ihr aber irgendwann das Gefühl habt, dass ihr sagt, okay, das ist irgendwie dauerhaft so, dass wir in dieser Konstellation arbeiten, jetzt wollen wir auf einer Augenhöhe stehen, dann macht tatsächlich eine GbR Sinn. Ich sehe es aber so häufig, dass die Leute eine GbR gründen und sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben und noch keinen einzigen Kunden haben. Hauptsache, wir haben schon mal eine GbR gegründet und haben einen Vertrag gemacht und wir haben uns angemeldet und alles Mögliche. Und dann haben sie so eine blöde GbR am Bein, ohne überhaupt nur einen einzigen Euro Umsatz gemacht zu haben. Das heißt, wenn ihr anfangt und mit anderen, also mit dem Netzwerk zusammenarbeitet, mit bekannten Kollegen und so weiter, schreibt erst untereinander hin und her Rechnungen, macht es am Anfang nicht zu kompliziert. Das ist quasi mein Wort zum Dienstag. Gibt es generell noch Fragen, Feedback, Wünsche, Ideen, irgendwas, wie ich euch noch irgendwie zufriedenstellen kann? Ich möchte hier natürlich nochmal erwähnen, wir sind Steuerberatungsgesellschaft und für alle Selbstständigen, die jetzt dabei sind und die sich denken, Mensch, ich bin auf der Suche oder ich brauche eigentlich mal endlich einen Steuerberater, der irgendwie die ganze Online-Welt versteht, der digital arbeiten kann, der auch im 21. Jahrhundert angekommen ist, der auch vielleicht nicht wie so ein Bauchladen GmbHs und GmbH und KKGs und Immobilienbesitzer und Angestellte und Rentner und auch Selbstständige gemeinsam macht, sondern ich hätte mal jemanden, der sich konzentriert, fokussiert, sich mit meinen Themen beschäftigt, sich da auskennt und mir da auch weiterhelfen kann und mich auch wirklich aktiv beraten kann, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Und zwar findest du unten in der Beschreibung zu diesem Webinar, findest du einen Link, dann kannst du einen Termin buchen und dann können wir einfach mal quatschen und dann können wir gucken, ob wir dir weiterhelfen können. So als kleiner Tipp zum Ende. Ansonsten noch ein zweiter Tipp. Ich gebe mir echt viel Mühe mit diesen Videos hier auf diesem Kanal und ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn du ihn abonnierst. So, und jetzt Fragen. Monitor als Ergänzung zum Laptop. Tatsächlich dadurch, dass die Regelung neu ist, gibt es da wenig Rechtsprechung und so weiter. Da ein Monitor aber trotzdem nur in Kombination mit dem Laptop benutzbar ist, weg damit. Einfach abschreiben. Also würde ich tatsächlich machen. Wichtig ist natürlich, dass es ein Monitor ist. Wenn das jetzt so ein Fernseher großes Ding ist, den du auch alleine, der quasi alleine nutzbar ist, dann nicht. Biber Buber hat das Gefühl, dass viele sich Firmenwagen schön rechnen. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Firmenwagen ist echt ein Thema, da setzt so das rationale Denken aus. Also generell Auto, aber das ist echt Wahnsinn. Da setzt wirklich das rationale Denken komplett aus. Das ist ganz häufig auch die Versteuerung des Privatanteils. Also wir machen das hundertprozentig. Also ich habe tatsächlich im Augenblick jeden Freitag, wir haben kürzere Erklärvideos zu was ergibt Sinn, wie berechnet man was und so weiter, auch mit Beispielrechnung und so weiter, kommt auch als kürzere Videos auf diesem Kanal. Ich mache aber das sehr, sehr, sehr gerne auch als nochmal Webinar, wo wir wirklich das ganze Thema in der Tiefe einmal am Stück behandeln. Für alle Leute, für die das interessant ist. Aber so eine 1%-Methode, was da denn an Steuern zusätzlich gezahlt wird, das ist häufig nicht unerheblich. Das heißt, es ergibt natürlich Sinn, wenn du jetzt dauerhaft quasi beim Kunden bist und unterwegs bist und an all solche Sachen, dann kann das tatsächlich Sinn ergeben. Wenn das dein Hauptarbeitsmittel ist, dann ergibt das schon Sinn. Also jetzt als Beispiel zu nennen ist meine Mama. Meine Mama ist Hebamme, die macht Hausgeburten, die macht Hausbesuche und so weiter. Und die sitzt den halben Arbeitstag halt im Auto und fährt von Familie zu Familie. Bei der lohnt sich das Auto aber sowas von dermaßen auf jeden Fall. Für Leute, die in erster Linie zu Hause arbeiten und so weiter, empfehle ich, steckt das Geld, was ihr im Auto habt, lieber in eine größere Wohnung, richtet euch ein separates Arbeitszimmer ein, richtet diese Arbeitszimmer schön aus, weil das sind alles Kosten, die ihr absetzen könnt quasi so fürs Arbeitszimmer, wenn das euer mitteleinziger Ort zum Arbeiten ist. Macht das lieber, als dass ihr so viel Geld in die Versteuerung von der Firma umsteckt. Meine persönliche Meinung, aber das können wir natürlich auch alles noch mit Zahlen untermauern und zwar in einem der nächsten Webinare. Philips schreibt 1789 Fremdleistung oder nicht. Kommt ein bisschen auf den Kontenrahmen an, aber ja, wenn du quasi deine Bekannten, Freunde und so weiter quasi in Projekte reinholst, dann sind es immer Fremdleistungen. Je nachdem, welchen Kontenrahmen du nutzt, ändert sich die Zahl, aber ist quasi Fremdleistung. Da ist es genau richtig aufgehoben. Ansonsten würde ich mal sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr tatsächlich da seid und sagt, Mensch, Steuerberatung, ich brauche endlich mal jemanden, der mir da ein bisschen hilft und keinen Bock mehr auf den ganzen Nerv hat, dann unter dem Video bucht euch einen Call.
und dann können wir uns mal sprechen. Bis dahin, danke euch. Ciao, ciao.